Hallo zusammen, ich bin Jasmin Kosubek und ich spreche gerne mit interessanten Menschen über interessante Dinge. Und heute habe ich ein Paradebeispiel für interessante Menschen vor mir sitzen. Sie sind kontrovers umstritten. Einige bezeichnen sie sogar als Gauner. Dazu kommen wir noch. Dr. Dieter Dehm oder einfach nur Dieter Dehm, noch Mitglied der Linken. Ich bin mal vorsichtig. Sie waren Mitglied des Bundestags zwischen 2005 und 2021. Da musste ich dran denken, Sie haben die ganze Merkel-Ära mitgenommen. Ja. Sie sind Singer und Songwriter und ein reicher Kommunist. Das sage ich jetzt einfach mal so. Nein, kein Kommunist, reich ja. Reich ja, kein Kommunist. Was sind Sie dann? Einfach nur links. Marxist. Marxist, okay, alles klar. Sie haben über 600 Lieder geschrieben. Ist das mehr, cool? Aber 600 auf Tonträger. Ah, okay, danke. 600 Lieder auf Tonträger geschrieben. Darunter der Hit 1001 Nacht. Ich würde es jetzt dudeln, aber ich traue mich nicht vor der Kamera. Und jetzt haben Sie Herrn Silbereisen verklagt, weil das Wort Indianer gestrichen wurde. Das handelt sich hierbei um ein Duett von Florian Silbereisen mit Beatrice Egli in der ARD-Show. Der große Schlagerabschied, verabschiedet wurde Jürgen Drews. Jetzt haben Sie sich da reinmanövriert in diesen, manche haben ja kritisiert, das sei ja ein Abschied gewesen, warum machen Sie da überhaupt rum, ist egal. Und der Songtext lautet im Original: Erinnerst du dich, wir haben Indianer gespielt? Und gesungen wurde: Erinnerst du dich, wir haben Zamm gespielt. So ungefähr war es, ne? Sie haben Strafanzeige gestellt. Und die Frage ist ja erstmal für mich, warum man sowas nicht ohne Anwälte regeln kann. Ich meine, man kann doch, oder ist Ihnen das wichtig? Also wieso muss man jetzt da Anwälte involvieren? Warum muss man jetzt da vor Gericht gehen? Es bleibt kein anderer Weg. Der Weg der anderen Seite wäre gewesen, mich vorher um Erlaubnis zu bitten. Nach § 106 Urheberrechtsgesetz gibt es ein Änderungsverbot. Man darf also nicht eine Silbe ändern. Und das hätte die Gegenseite vorher ohne Anwälte gerne klären können. Dann hätte ich Ihnen erklärt, warum ich es nicht geändert haben möchte. Mhm. Aber es ist mein geistiges Eigentum. Das ist wie wenn ich Ihnen jetzt eine Brosche stehle, wurde mir sozusagen hier eine Zeile gestohlen. Im Übrigen, lassen Sie mal auf sich wirken und machen Sie mal die Augen zu. Erinnerst du dich, wir haben Indianer gespielt und uns am Fasching in die Büsche versteckt. Da haben Sie ein Erinnerungsmosaik, das blinkt. Das heißt, das Bild ist für Sie im Kopf darstellbar. Erinnerst du dich, wir haben zusammengespielt. Das könnte Halma sein, Damenfußball. Kann alles sein, ja. Ja? Aber es geht ja um dieses Wort Indianer. Ja, nein, ja? Aber in Verbindung mit wir haben uns an Fasching in die Büsche versteckt. Das ist ja eine Geschichte, die erzählt wird. Eine schöne Geschichte übrigens. Und dieses, finde ich ganz nett. Dieses Bild wird entleert, blutleer gemacht. Also es ist nicht nur ein künstlerischer Eingriff, eine Amputation, sondern es ist auch ein Rechtsverstoß. Sie haben es als Verschandelung bezeichnet. So haben Sie sich geäußert in der Fulda Zeitung. Und Sie haben gemeint, wenn es nicht schon eine Urheberrechtsverletzung wäre, so müsste Florian Silbereisen und Beatrice Egli allein wegen groben Unsinns in eine geschlossene Einrichtung. Geht es hier also vielleicht gar nicht so sehr um das Urheberrecht, sondern vielmehr um die politisch korrekte Anpassung des Liedes? Es geht um eine schreckliche Mode, zu glauben, man würde Indianern was Gutes tun, wenn man sie nicht mehr Indianer nennt. Zu glauben, man könnte Rentnern etwas Gutes tun, wenn man sie Senior nennt, statt die Rente zu erhöhen. Zu glauben, man könnte dunkelhäutigen Menschen etwas Gutes tun, indem man bestimmte N-Worte vermeidet und unter Strafe stellt, statt sich an ihrer Seite zu engagieren. Die Indianer in den USA nennen sich selbst Indianer und kämpfen gegen US-Behörden um soziale Rechte. Das bedarf Unterstützung. Die These ist ja, dass Sprache Realität bestimmt und dass man deswegen, ich sage nur, wie es ist, ich sage nicht, dass ich mit dem übereinstimme, und dass deswegen bestimmte Sprachregelungen eingeführt werden, um eben Gefühle nicht zu verletzen, was aber nicht negiert, dass da natürlich noch Baustellen sind, an denen man arbeiten muss. Ja, und also, soweit ich weiß, es ist ja nicht unter Strafe gestellt, Indianer zu sagen oder sogar das N-Wort hier in Deutschland zu sagen, in Amerika sowieso nicht. Ja? Ich habe jetzt im März ein Buch, was beim Wiener Promedia Verlag erscheint. Das heißt zwar Pornografie und Klassenkampf, aber Unterüberschrift ist für eine materialistische Psychologie. Da widerlege ich die Metaphern-Theorie als Psychologe, der ich
studiertermaßen bin, wo ich auch promoviert habe als Psychosomatiker, es ist nicht so, dass die Worte das Handeln prägen, sondern das Handlungsumfeld prägt die Worte. Wenn man das mal versteht, also ich sage Flüchtlingsflut. Ich engagiere mich aber für die Flüchtlinge, wie ich das zum Beispiel getan habe mit einem jungen Menschen, den ich aus Lampedusa geholt habe und illegal über drei Grenzen nach Deutschland zu seinem Vater, ein 17-jähriger Mann, gebracht habe. Wurden Sie dafür angezeigt? Ich wurde dafür angezeigt, es lief auch ein Verfahren, es wurde auch in der Schweiz angezeigt, wenn ich dort erwischt worden wäre mit einer Röntgenkamera, ich hatte den hinten im Kofferraum, dann wäre ich da 3 Jahre oder 2 Jahre in Bau gegangen in der Schweiz. Ich habe das schon. Wurden Sie in Deutschland angezeigt dafür? In Deutschland und in der Schweiz. Mhm. Ich habe dafür. Wer war denn da der Kläger? Der Staat? Das war der Staat, Staatsanwaltschaft, ja. Das aber der junge Mann ist jetzt noch hier. Ich will es nur mal kurz. Ist noch hier. Okay. Wo der jetzt ist, sage ich nicht. Aber ich engagiere mich da durchaus. Dann sage ich vielleicht Flüchtlingsflut. Aber ich meine nicht eine monströse Flut, die mich jetzt wegschwemmt und bedroht. Wenn einer aber ein Faschist ist und immer schon gesagt hat, ich bin gegen Russen und gegen Juden und was man eben so im deutschen Faschismus gesagt hat. Und man verwendet das Wort Flut, dann meint man es ganz anders. Also das Wort heißt noch nichts. Jetzt gibt es Frame-Theoretiker. Sie den Frame übernehmen. Ja. Von den die USA, die Theorie aufstellen, dass das Wort das Bewusstsein prägt. Das ist nicht so. Weder bei Indianer, noch bei Neger, noch bei Flüchtlingen, noch bei sonst was. Da muss ich nicht die Geflüchteten sagen. Das ist aber man kann, selbstverständlich. Man kann, jederzeit darf ich das. Gendern, da muss ich gegen Leichtlohngruppen für Frauen kämpfen. Ich muss für gleiche Arbeit und gleichen Lohn eintreten. Das ist das Entscheidende, aber nicht sagen, ich nenne jetzt Frauen anders oder ich nehme die weibliche Form für alles. Das ist affig. Ich bin jetzt noch ein bisschen da gedanklich da bei dem illegalen Grenzübertritt des jungen Mannes, dem Sie geholfen haben, was ich als Mensch verstehen kann. Und zugleich denke ich mir, dass Sie ja quasi die Gesetze des Staates damit nicht respektieren. Und als gewählter Abgeordneter, das doch auch irgendwie so eine gewisse Inkonsequenz hat. Ich denke jetzt sofort an dieses Phänomenbereich der Legitimierung des Staates. Ich meine, Sie machen sich strafbar mit sowas, aber das ist für Sie jetzt okay, weil es für Sie moralisch richtig war. Ja, ich habe auch in meiner Jugend gegen den Vietnamkrieg 11 Verfahren wegen Land- und Hausfriedensbruchs gehabt. Da habe ich mich auch über die Gesetze des Staates. Das muss ich mit meinem Gewissen ausmachen, aber ich muss wissen, ich wandere in den Knast. Okay, also Sie sind die Konsequenzen. Ich bin das Risiko eingegangen. Ja, hier war ein 17-jähriger Junge. Das war kein Terrorist. Der konnte unsere Fußballnationalmannschaft jeden mit Namen auswendig. Der schwärmte vom deutschen Fußball. Sein das ist Vater, quasi Ihr Kriterium. Sein Vater, nein. Das ist jetzt doof gesagt. Sein Vater lebte hier und die Mutter war gestorben. Und ich habe den Lampedusa abgeholt und über 3 Grenzen gebracht. Das habe ich in diesem einen Fall gemacht. Es gibt ja Familiennachzugregelungen und so weiter. Nein, das gibt es eben nicht. Dem haben Sie den Zutritt verweigert, sonst hätte ich das auf legalem Wege gemacht. Können Sie mir glauben. Ich bin aber gegen offene Grenzen für alle. Weil das auch ein bisschen nicht widersprüchlich ist. Das ist nicht wieder. Das sind die Widersprüche, die die Regel und die Ausnahme bietet. Okay. Immer wenn ich eine kluge Regel habe, muss ich auch kluge Ausnahmen haben. Das ist manchen Deutschen, die Rauchverbot über Kneipen verhängen, die jeden SUV-Fahrer für die Klimakatastrophe verantwortlich machen. Oder Masken im Außenbereich. Oder Masken. Das ist denen versagt. Man muss die Maske auch absetzen, damit man sein Immunsystem stärkt. Man muss auch Leute, die keine Impfung wollen, zulassen. Ich bin mit einem russischen Impfstoff geimpft und fahre gut damit. Ich habe noch heute sehr große Antikörper, 1,5 Jahre nach der letzten Impfung. Aber ich würde niemand vorwerfen, der sich nicht impfen lassen möchte. Und da haben wir jetzt noch mal einen schönen Bogen gespannt. Kommen wir zurück zu der Silbereisen-Indianer-Story. Sie haben in der Fulda Zeitung auch gesagt, dass auch ein solcher Schlager-Superstar wie eben Florian Silbereisen eine gewisse Mitverantwortung trägt, dass Menschen nicht weiter eingeschüchtert werden. Also Sie meinen jetzt sprachlich, also dass die Sprachpolizei kommt, dass man sich nicht mehr traut, sowas wie Indianer zum Beispiel zu sagen. Ja. Und woher nehmen Sie diese Annahme, dass ein Superstar dafür verantwortlich wäre? Weil mitverantwortlich. Verantwortlich ist unsere Regierung, ist die Vorgängerregierung, die Menschen eingeschüchtert zu haben in Sachen Corona, in Sachen Selenskyj-Liebe, man muss Selenskyj lieben,
in Sachen Gendern. Das ist eine Linie. Die Leute werden platt gemacht, kritische Fragen werden. Aber woher nehmen Sie dann woher kommt denn Ihre Idee, dass Superstars irgendwie eine Mitverantwortung haben, um diese Gedankenfreiheit irgendwie durchzusetzen? Naja, also, weil ich habe ja jetzt, wir haben ja jetzt 2-3 Jahre Corona durch. Und Sie hatten dann auch ein paar Superstars genannt, na, die Kämpfer an der Seite der Gedankenfreiheit sind. Katja Epstein, Udo Lindenberg, Peter Maffay und so. Und ich habe auch mal geguckt, Udo Lindenberg hat Menschen, die keine Maske tragen, als hirntote Risikopiloten bezeichnet. Nur wenn wir alle cool bleiben und uns an alle Regeln halten, können wir das Ding unter Kontrolle kriegen. Ich habe, ich sag mal, die Superstar-Riege in Deutschland nicht als unbedingt besonders freiheitlich erlebt die letzten 2-3 Jahre. Es gibt natürlich Ausnahmen, selbstverständlich, aber ich meinte jetzt so im Allgemeinen. Also, wenn ich in der Kneipe sitze und Indianer sage und Angst habe, dass am Nebentisch mitgehört wird oder demnächst dieser Staat unter welchem Minister auch immer eine App herausbringt, wo ich dann meinen Nachbartisch filmen kann, wenn das falsche Wort fällt. Oder wenn ich mich falsch zukomme. Ja, das sind jetzt so Szenarien. Ja, ne? Das sind Szenarien, die sind nicht ganz weit weg. Dann ist ein Klima der Einschüchterung, was nach George Orwells Roman 1984 naheliegend ist, jedenfalls eingeläutet. Bei den Udo Lindenbergs und Maffays dieser Welt, die haben mit mir gegen NATO-Raketen, Cruise Missiles und Pershing 2 gekämpft. Ich vermisse sie natürlich heute im Kampf darum, dass man auch die Überschallrakete Dark Eagle, die in der Ukraine stationiert werden soll und 90 Sekunden in Moskau ist, wo es keinen Gang mehr in den Bunker gibt und keinen Zweitschlag etc. etc., sondern wo die Erstschlagskapazität bei der NATO liegt. Das ist einer der Hintergründe dieses Ukraine-Krieges. Da vermisse ich die, dass die genauso laut wie damals, wo man gut vor die Kamera kam und überall als Star abgefilmt wurde. Aber alle die ich dort erwähnt habe, auch die der Hallervorden, haben in bestimmten Fragen gegen den Staat ihren Stachel gelöckt. In bestimmten Fragen? In bestimmten, sehr isolierten Fragen und nicht Fragen. Im Großen und Ganzen. Es tut mir leid. Also ich finde das eher sehr, sehr enttäuschend gewesen. Auch ja. Das 2G-Regime wurde bei allen durchgesetzt, bei den Veranstaltungen, was ich zum Teil sogar verstehen kann. Ja, aber es gab auch Superstars wie Nena. Zum Beispiel nicht bei Julia Neigel. Nena haben Sie jetzt genannt. Ja. Ich finde halt generell, gibt es immer wieder positive Beispiele. Ich habe den Florian Silbereisen nur daran erinnert, dass in seinem Leben noch nicht ein einziger positives Beispiel war, wo er mal gegen die Macht den Stachel gelöckt hat. Natürlich hätte ich gerne, wenn bestimmte Künstler sich wieder so äußern wie damals gegen die Cruise Missiles oder ganz früher gegen den Vietnamkrieg. Bei dem Jugoslawienkrieg standen wir ziemlich alleine hier am Gendarmenmarkt in Berlin. Und es war kein großer Künstler, weil sie alle dachten, ja, der Milosevic gehört bombardiert. Und so, das ist, da war ich immer Sprecher für den Frieden, der Künstler für den Frieden. Ich war ja mit Udo Lindenberg Sprecher der Künstler für den Frieden. Und Peter Maffay war auch Sprecher. Und Bab von Wolfgang Niedecken auch. Und es hat sich seither einiges verändert. Einiges geändert, aber es kann ja auch wieder zurückgeändert werden. Vielleicht, ja. Also ich tendiere eher daran zu glauben, dass sich die Dinge, dass es niemals wieder so wird wie früher. Es wird halt nur anders. Ja, also meine wenn Idee. Der Ignazio Silone sagte mal, wenn der neue Faschismus kommt, wird er nicht sagen, ich bin der neue Faschismus. Er wird sagen, er ist der Antifaschismus, kennt man genau, auch. Ist ja schon fast ein bisschen Polemik an diesem, wenn wir winnen, also, weil ich das so oft höre. Ne? Na, die antideutsche Truppenteile ist teilweise, führt sich auf, teilweise wie die SA. Genau, es ist aber auch eine sehr radikale Minderheit. Ja, es ist eine idiotische Minderheit, die aber vom Staat gestützt wird. Wie kommen Sie, okay, dann wollen wir das einmal kurz ausbreiten hier. Was sagen Sie jetzt, dass weil die Antifaschisten irgendwie subventioniert werden über bestimmte Vereine oder wie? Ist das, was Sie meinen mit? Nein, weil sie für Berufsverbote verantwortlich sind. Enge Freunde von mir kriegen von ihnen Drohbriefe. Du wirst nie wieder einen Beruf finden, weil du dich kritisch über die israelische Regierung ausgelassen hast oder diese oder jene Sprachwendung nicht mitgemacht hat. Das ist alles der Geist der Einschüchterung, den ich auch mit dieser Strafanzeige versuche zu konterkarieren. Sie haben auch in dieser Strafanzeige, jetzt sprechen wir wieder über die Strafanzeige eben gegen Ihr Werk, ja? Mhm. Sie haben auch gesagt, man solle prüfen, was die ARD damit zu tun habe. Was vermuten Sie denn da? Na, der Artikel, der Paragraph 106 im Urheberrechtsgesetz ist nochmal hervorgehoben im Rahmenvertrag zwischen der ARD und der GEMA. Da steht striktes Änderungsverbot. Das heißt, es darf jeder Künstler ein GEMA-geschütztes Werk
in einer ARD-Show jederzeit aufführen. Das ist ohne großen bürokratischen Aufwand möglich, aber es darf keine Silbe geändert werden. Das steht da drin. Und wenn die ARD möglicherweise nicht nur in Kauf genommen hat, dass Florian Silbereisen die Zeile Indianer gestrichen hat, sondern auch Druck ausgeübt hat, dass er das tut, denn es gab ja schon diese Sprachverschandlung ein Jahr vorher in einer Show des Norddeutschen Rundfunks mit Florian Silbereisen. Mit demselben Lied? Mit demselben Lied. Ah, und da wurde das auch wieder aufgestrichen. Da sind Sie aber dann nicht rechtlich vorgegangen. Das wusste ich nicht. Ah. Das habe ich jetzt erst alles erfahren. Okay. Ich kümmere mich nicht so um die Volksmusikszene. Wie haben Sie das jetzt mitbekommen? Haben Sie es geguckt? Gute Freunde haben mich angerufen, ein sehr berühmter Kabarettist, der über 80 ist, dessen Namen ich jetzt hier nicht nenne und mit dem ich gelegentlich auch schreibe. Okay, wahrscheinlich können sich jetzt der ein oder andere denken, was dabei rumkommt. Also es geht Ihnen um das Thema hier Sprachpolizei, Einschüchterung, um im Endeffekt um Sprach- und Gedanken- und Meinungsfreiheit sozusagen. Ja. Ja. Okay, das heißt, Sie sind gegen politisch korrekte Sprache. Das ist vielleicht ein bisschen zu hart. Ich gendere manchmal, ich sage gerne grüne KriegsverbrecherInnen, weil da passt es auch gut. Da will ich auch niemand auslassen. Von den vielen Geschlechtern, die es so gibt. Aber ich sage auch gerne Künstler und Nicht-Künstlerinnen. Ich sage auch manchmal nur Künstlerinnen. Also das mache ich gerade so, wie ich möchte. In dem Moment, wo der klebrige Arm des Staats nach meiner Seele fasst, reagiere ich trotzig. Und Sie meinten jetzt nicht in Form von Steuern? Nein, ich meine nicht in Form von Steuern. Ich zahle, glaube ich, 500.000 letztes Jahr bezahlt Steuern. Und ich zahle viele Steuern. Und das finden Sie okay? Ich finde erstmal richtig, dass ich an Schulen vorbeifahre und an Krankenhäusern und sage, hier ist auch mit meinem Geld dafür gesorgt worden, dass Kinder geheilt werden und etwas lernen. Wenn es Selensky in den Arsch geblasen wird, ärgere ich mich. Ja, ich ärgere mich auch über die Steuern. Das ist jetzt ein Thema, über das wir vielleicht jetzt hier jetzt nicht so ausladend sprechen müssen. Ich würde noch gerne ein zweites Thema mit Ihnen besprechen, und zwar Ihr Parteiausschlussverfahren. Mhm. Ja, die Linke will Sie nicht mehr haben. Das hat sich ja auch durchaus abgezeichnet, würde ich behaupten. Vielleicht, um mal das Bild zu zeichnen, so wie ich das sehe. Ihnen wird parteischädigendes Verhalten vorgeworfen, durchaus ein Vorwurf, den man öfters in dieser Art von Verfahren hört. Mhm. Ich denke, im weitesten Sinne geht es darum, dass Sie in das sogenannte Wagenknecht-Lager gehören. Ja? Mhm. Frau Wagenknecht ist in der Partei nicht beliebt, in Deutschland schon, kommt drauf an, welcher Umfrage man Glauben schenken mag. Und Sie haben sich eben parteischädigend geäußert, ich glaube, bei einem Auftritt bei der DKP, Deutschen Kommunistischen Partei, und Sie haben aufgerufen, bei der Europawahl 2024 einen konkurrierenden Wahlauftritt der Linken zu unterstützen. Übernehmen Sie schon den Sprech? Ja, ich habe das hier jetzt Zitat. Sie übernehmen den Sprech. Aber wir sprechen ja darüber. Nein, Sie sind ja hier und können sich ja äußern. Ich habe das nicht, was Sie jetzt zitieren. Dieses Zitat ist eine Lüge meines Parteivorstands. Dann sage ich das halt, können Sie gerne Gegenrede hier von sich geben. Also damit haben Sie gegen die Parteisatzung verstoßen, heißt es im Ausschlussantrag. Das heißt, ich habe gerade die Gegenseite hier gerade, Nein, ich habe für einen über die Linke hinausgehenden Wahlantritt geworben, den es früher bei der Linken gab, bei der PDS gab. Das hieß offene Listen. Da hat man Leute, die nicht Parteimitglieder waren, auch auf Listen gelassen. Ich habe da zum Beispiel mit jemand von der DKP in Niedersachsen gute Erfahrungen gemacht, weil ich war Landesvorsitzender und habe als Wahlkampfleiter und Landesvorsitzender in Niedersachsen die Partei zum einzigen Mal bislang in den Landtag geführt mit 7,1%. Und auf unserer Liste war auch ein DKP-Mitglied, eine Krankenschwester der DKP. Das hat uns geholfen, das war gut. Und für diese Breite habe ich dort geworben. Wobei Sie ja zitiert werden, bei dieser Veranstaltung, bei der DKP, es muss eine Kraft antreten, die diesem Abbruchunternehmen, mit welchem Sie die Linke gemeint haben, da drüben im Karl-Liebknecht-Haus eine Alternative entgegensetzt. Das hört sich ja schon so an, als würden Sie
was anderes wollen und nicht ausbreiten. Wir sitzen ja hier und reden darüber. Die Rechtsprecherei ist ja immer aufs Detail versessen. Ja, das stimmt, ja. Und wenn Sie sagen, da drüben, dann wissen Sie schon, dass ich mit da drüben die Linke gemeint habe. Ich meine aber eine ganz spezielle Person und ihren Machtapparat, nämlich den damaligen Bundeswahlkampfleiter Jörg Schindler, der für alle Wahlniederlagen verantwortlich ist, die wir in den letzten 2 Jahren hatten. Den meine ich mit dem Abbruchunternehmen. Mittlerweile ist er nicht mehr Wahlkampfleiter. Also von daher hat sich die Aussage auch erübrigt. Aber da drüben habe ich nicht die Linke, sondern diesen Teilausschnitt der Linken gemeint, der mit einem idiotischen Wahlkampf versucht hat, Sarah Wagenknecht aus den Wahlkämpfen rauszulassen und dafür die Quittung eingefahren hat. Ich habe hier dann mal nachgeguckt, weil ich dachte, die Linke im Bundestag, wie viel haben die nochmal gekriegt? 4,9 unter der 5%-Hürde und sie kommen trotzdem rein wegen der Grundmandatsklausel. Ja. Und trotzdem mit 39 Abgeordneten, ich finde es frech, sag's Ihnen ganz ehrlich. Ich finde es unmöglich. Nö, ich finde es gut mit den Direktmandaten, das finde ich eine gute Regelung. Direktmandate sind eine gute Sache. Dann denke ich mir, dann sollen die drei, die Direktmandate gekriegt haben, übrigens, auch wenn das für andere Parteien gilt, reinkommen in den Bundestag. Aber diese Spezialregelungen immer für da, wo es halt gerade passt. Frau Kosobek, das heißt, dass Sie 4,9% unter den Tisch fallen lassen. Ja, das heißt, Moment, Sie sind gerade so, Sie sind gerade so schlau zu sagen, ich finde es frech, 4,9% unter den Tisch fallen zu lassen, heißt, dass CDU und SPD die Mandate kriegen. Wollen Sie das? Nein, natürlich nicht. Ich möchte aber auch, das ist nämlich mein Problem mit unserem Wahlrecht, ich möchte eben auch, dass Parteien, die vielleicht weniger als 5% kriegen, auch wenn die Direktmandate kriegen, weil das finde ich ein super Konzept, dass die auch in den Bundestag kommen. Wir haben mittlerweile, wenn wir die Wahlauswertung kriegen, 9% der Stimmen gehen an Kleinstparteien. Das ist eine absolut... Das ist ein wesentlicher Anteil. Das kann man nicht mehr so wegschieben. Früher war es 1%. Verstehe ich, dass man sagt, okay. Aber wir sind bei 9%. Und das kann man nicht mehr ignorieren. Und deswegen, aus meiner Sicht, finde ich es frech, dass die Linken mit den 4,9 trotzdem reinkommen. Im Übrigen auch Sie komplett. Sie merken Ihren Widerspruch. Ja, ich manchmal ist man widersprüchlich. Ich habe aber kein Problem mit den Direktmandaten. Mein Widerspruch sagen, wir haben das Problem bei der Europawahl nicht. Da haben wir 3,5% oder 3% oder so irgendwas als niedere Klausel. Und deswegen baue ich darauf, dass bei der Europawahl vieles besser wird. Ich glaube, mein Punkt ist nur, Direktmandate verstehe ich, die sind aber in der Normalstärke dann reingekommen, also entsprechend mit diesen Listen und so weiter und so fort. Okay, haben wir ausdiskutiert. Ich verstehe Ihren Punkt. Ich hoffe, Sie verstehen mich auch. So, jetzt nochmal kurz zurück zu Ihrem Parteiausschussverfahren. Warum, wenn Sie sich jetzt nicht mehr so richtig, also aus meiner Sicht, wenn Sie sich nicht so richtig mehr mit der Linken identifizieren können und Sie auch für eine Liste Wagenknecht werben, aber ich glaube jetzt in der Europawahl. Das habe ich noch nicht. Hat sich so für mich angehört, was ich gelesen habe. Das hat sich für Sie so angehört. Vieles hört sich für Menschen so an und ist nicht so. Deswegen reden wir darüber, ist ja wunderbar. Aber ich frage mich dann schon, warum treten Sie nicht einfach aus, machen Ihr Ding mit Frau Wagenknecht und die ganzen, die sind ja auch in der Partei nicht wirklich willkommen. Ich frage mich, warum muss man sowas aushalten oder warum macht man nicht was Neues? Also erstens, ob ich in der Partei willkommen bin, entscheiden die Mitglieder und da habe ich eine Menge Anfragen und Kundgebungen, jetzt zum Beispiel bei der Münchner Sicherheitskonferenz, also gegen die Münchner Sicherheitskonferenz zu sprechen. Ich habe viele Konzerte, jetzt kommt von mir eine Schallplatte raus, Arbeiterlieder-CD von damals und jetzt. Und die wird auch schon von vielen Parteimitgliedern angefragt, ob ich da singe. Also da ist dieses Willkommensein, bezieht sich auf die Nomenklatura. Auf die Riege, die ich sehe. Auf die Riege, die Sie sehen, okay. Aber nicht auf die Basis und schon gar nicht auf die Wählerschaft. Und ob ich etwas tue, entscheide ich mit meinen Genossinnen und Genossen. Das war immer so. Ich bin seit meinem 16. Lebensjahr kämpfe ich gegen den US-Imperialismus. Ich habe mit Rudi Dutschke das Amerika-Haus in Frankfurt besetzt. Da gibt es schöne Fotos davon und Tagesschauberichte, wo wir beide an der Spitze einer Demo da die Vietcong-Fahne hissen, also Nordvietnams Guerilla-Fahne hissen. Das habe ich damals gemacht, wenn man so möchte, in Absprache mit Genossen. Man macht Fehler, wenn man abseits seiner Freunde agiert, individualistisch. Das hat Brecht mal gesagt, der größte Fehler, den du machst, ist das Richtige, abseits deiner Genossen zu tun. Ich mache das, wenn andere das auch machen. Ansonsten kämpfe ich jetzt um meinen Platz innerhalb der Linken
und möchte die dummen Argumente meiner Ankläger gerne ad absurdum führen. Da gab es aber auch einen, das habe ich jetzt im Radio gehört, wie hieß das, Leipziger, das war letztes Jahr, Leipziger Erklärung, wo eben auch gegen dieses Wagenknechtlager, wie ich es jetzt einfach mal nenne, auch ganz dezidiert Position ergriffen wurde. Und auch, glaube ich, explizit gesagt wurde, man möchte diese Nähe zu Russland überdenken oder eben nicht mehr so nah zu Russland sein. Vielleicht, nicht, dass ich das jetzt falsch paraphrasiere, aber irgendwie so in diese Richtung war es. Und was ich mich frage, ist, was ist denn so schlimm daran, auch eine gewisse Distanz zu Russland zu haben? Ich meine, Sie sind gegen den US-Imperialismus, nachvollziehbar. Warum kann man denn auch nicht zu Russland so eine gesunde Distanz irgendwie aufbauen und für Deutschland und die Interessen Deutschlands, wenn man so möchte, eintreten? Auch also, eine Option. Ja, da gibt es auch die Meinungsfreiheit. Ich bin dafür, wenn es eine neue Kraft gäbe, dann hat sie drei Zentren. Erstens Abrüstung. Zweitens Stärkung des Sozialstaats und drittens Rettung des Mittelstands. Punkt. Ob ich gendere oder nicht gendere, ob ich näher bei Putin stehe oder weiter von Putin entfernt bin, ob ich in der Frage Mittelstand das schon noch bei 499 Mitarbeitern eines Betriebes sehe oder nur bei kleinen Handwerksbetrieben, das kann jeder mit sich ausmachen. Das muss nicht in ein Parteiprogramm. Das muss nicht gleichgeschaltet durch ein Parteiprogramm und durch Beschlüsse werden, sondern das muss jeder individuell machen. Wir müssen viel mehr individuelle Freiheit haben und wir müssen einen kleinen gemeinsamen Nenner haben und eine große Breite. Wobei ich ja, die Russland-Frage ist ja durchaus relevant, weil wir eben auch wirtschaftlich voneinander abhängig sind und so weiter. Jetzt natürlich nicht mehr im selben Maße. Aber ich meine, was ist denn, weil es ja eben diese Nähe gibt zwischen bestimmten Linken und Russland, da, es ist irgendwie was da, fühlt man sich verpflichtet aufgrund der Geschichte, was ist ja, das? Ja, das gibt es auch. Ja, also fühlen, also Sie so eine gewisse Erblast? Für mich ist eine Erblast, weil meine sozialdemokratischen Familienahnen und die kommunistischen Familienahnen nicht zusammengefunden haben, sondern erst in Buchenwald zusammenkamen und damit Hitler möglich gemacht. Ich schreibe sehr viel über jetzt zu sogenannten Machtergreifungen, wie die zustande kamen. Die ist jetzt zum 90. Mal am 30. Januar. Und da habe ich eine gewisse Erblast, weil wir diesen groben Fehler gemacht haben, nicht gemeinsam gegen Hitler, übrigens auch mit Konservativen. Möglicherweise sogar mit der Querfront, mit dem damaligen Reichskanzler Kurt von Schleicher, zu gehen. Diese Fehler haben wir gemacht, fortgesetzt. Und die dürfen wir nicht wieder machen, aber die sind uns fast in den Genen, diese Spaltungstendenzen innerhalb der Linken. Das ist meine Erblast. 27 Millionen Sowjetmenschen, die getötet wurden, lasten wie ein Alb. So wie 6 Millionen Jüdinnen und Juden, die teilweise maschinell ermordet wurden. Das ist für mich ein kategorischer Imperativ. Deswegen sehe ich diese ganzen SS-Runen auf dem Maidan und diese Bandera-Verehrung eines Faschisten in der Ukraine mit großem Argwohn und dieselben Grünen, die uns Querfront immer nachsagen und sagen, ihr marschiert ja mit Rechten auf der Straße, mit AfD-Leuten auf der Straße, sehen weg, wenn dort SS-Runen und Nazi-Symbole auf dem Maidan von dem Azov-Bataillon und anderen getragen werden. Das finde ich einen Grund aufzuklären mit Weltnetz TV, wo ich ja aktiv bin, und anderen. Das ist mein kategorischer Imperativ. Aber es ist natürlich eine russische Oligarchie. Und es sind Oligarchen in Russland. Hier nennt man sie übrigens Finanzmärkte, die Oligarchen. Also die Namen sind Aber Sie werden jetzt nicht vom Kreml bezahlt? Ich bin noch nie vom Kreml bezahlt worden, bedauerlicherweise. Ich habe gar nichts dagegen, wenn zu mir einer mal käme ohne ordentliche Summe. Wissen Sie, mir wird ja immer vorgeworfen, als 20-Jähriger für die Stasi gearbeitet zu haben. Wenn die zu mir als 20-Jähriger... haben Sie ja schon oft genug was gesagt. Als 20-Jähriger gekommen wären, hätten ordentlich gefragt, hätte ich gesagt, ich arbeite mit. Sie haben mich nie gefragt. Auch die Russen haben mich nie gefragt. Ich habe es trotzdem gemacht. Ich fand die DDR das bessere Deutschland, weil dort nicht die Deutsche Bank, die Auschwitz finanziert hatte, an der Macht war. Ich finde heute
die russische Regierung besser als die ukrainische Regierung, aber ich hätte die Kommunisten in Russland gewählt. Mhm, gut, also keine unbedingte Distanz zu Russland. Ganz zum Schluss noch, ich habe es nämlich erst kürzlich gehört, warum nennt sie Hendrik M. Broder Gauner? Weil er ein Gauner ist. Also Sie bezeichnen sich selber, sich gegenseitig als Gauner. Hendrik M. Broder ist ein unglaublich begabter Mensch, der wunderschöne Sachen schreibt. Also wo man und wirklich auch wirklich wunderschön den, sprechen kann. Wenn den Zungen schnalzen muss. Ich bin ähnlich begabt. Und bei ihm ist sowas wie Konkurrenz. Er ist jetzt, sagen wir mal, er neidet mir ein paar Dinge, möglicherweise auch im Umgang mit dem Gegengeschlecht, wo er nicht so zum Zuge kommt. Aber es gibt eine gewisse Hochachtung. Wir trafen uns irgendwann mal und ich finde ihn sehr begabt. Aber er ist, sagen wir mal so, wenn er mir vorwirft, damals als Jugendlicher mit 20 Jahren von der Stasi bezahlt worden zu sein, was ich nicht wurde, dann müsste ich ihm vorwerfen, ein Mossad-Agent zu sein. Mhm. Gut, also das ist eine freundliche Feindschaft, wie sich das anhört? Nee, eine Feindschaft mit gewissem Zungenschnalzen. Okay, okay. Verstehe, lieber Herr Dehm, danke. Es war sehr unterhaltsam. Und wir sind gespannt, wie jetzt dieses Strafverfahren ausgeht, ja, wo wir ja eingangs drüber gesprochen haben. Was ist denn Ihr gewünschtes Resultat? Möchten Sie jetzt irgendwie Geld? Was wollen Sie? Also ich habe ja einen Anruf bekommen von dem Manager von Florian Silbereisen und warte jetzt das Gespräch mit der Gegenseite oder mit den Silbereisen-Leuten ab. Bevor ich möglicherweise noch andere rechtliche Schritte, natürlich könnte ich jetzt Schadensersatz und Schmerzensgeld, ich könnte auch dafür sorgen, per Unterlassung, dass sämtliche Dateien mit diesem Song sowohl auf seiner CD als auch in der Mediathek der ARD eingestampft werden. Das würde viel, viel, viel Geld kosten. Darum geht es mir nicht. Es geht um einen Lernprozess, auch einen Lernprozess bei ihm. Ich meine, ich sag's jetzt, wir sind ja am Ende des Interviews, immer doof, wenn man noch einen Nachschlag macht. Fasching, wo man sich Indianerfedern in die Haare steckt, ist die Zeit der Befreiung des unterdrückten Geistes gewesen. Es war so, dass man die Zahl 11, Sie kommen ja jetzt nicht aus einer Faschingsgegend, aber dort in Süddeutschland, wo man, wie ich, Fasching gefeiert hat. Wo ich das komme Fasching aus Süddeutschland, ich kenne das, ja. Ah ja, gut, aber Sie kennen das. Ja. Da war das immer so, dass es ein Elferrad gab, die Zahl 11. Fasching beginnt am 11.11., 11.11 Uhr. 11. Warum 11? Egalité, Liberté, Fraternité. Eine Abkürzung. Dann gab es das Verbot des französischen Generals Rissambon für die Karneval in Mainz. Und dann haben die Mainzer ein Lied komponiert. Das hieß Rissambon, Rissambon, moi, ihr fängt die Fastnacht an. Und das sollte eigentlich den widerständigen Geist zeigen. Und ist heute der Nahalamarsch, der immer gespielt wird, der jeder im Ohr hat, den ich mit meinem Lied für Dieter Hallervorden gegen Erdogan verwendet habe als Melodie. Ja? Das ist die freche Zeit des freien Geistes. Und deswegen sollte man nie Fasching für angepasste Scheiße verwenden. Mhm, gut, also eher eine symbolische Klage. Herr Dehm, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für das Gespräch. Mhm.